So, da wäre ich wieder. Also, Apoapsis 50.000, Periapsis 49.900. Das klingt gut. So. Jetzt gucken wir mal. Falsch. Jetzt gucken wir mal hier. Also, die Ebene wäre so, die wir gerne hätten. Das müsste auch die Ebene sein, die Icke um Duna hat. Das heißt, wir hätten gerne ungefähr auf der Höhe da, dass sich das Ganze nach so kippt. Das Manöver werden wir aber nicht da machen müssen, sondern da, wo es gekippt werden soll. Also wenn man sich jetzt den blauen Kreis hier als einen Teller vorstellt, dann müssten wir den Teller hier anpacken und nach oben ziehen. Also hier. So, was müsste jetzt das hier sein, oder? Ah, noch das Falsche. So, dich hier? Nein. Okay, das mit dem Anpacken war wohl falsch. Du, weg. Also packen wir jetzt hier an. Und kippen das Ganze hier. Sieht schon mal ähnlicher aus. Also wirklich toll ist das nicht. Verschieben wir dich mal. Ah, okay. So, schaut gut aus. So schaut richtig gut aus. Ich glaube, so hätten wir das gerne. Zoom mal raus, zoom mal raus, zoom mal raus. Zoom mal rein, zoom mal rein, zoom mal rein, zoom mal rein. Ja, also für mich reicht es auf jeden Fall. Und das können wir jetzt auch nicht frei Schnauze machen. Sondern da müssen wir richtig mit Kurs arbeiten. Also, wir würden jetzt gerne... Oh, wir haben richtigen Warp-Faktor. Sehr schön. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Das ging ja vorher nicht. Vorher musste ich eine Viertelstunde vor dem Monitor hocken und warten, dass ich langsam der Apoapsis immer näher krieche. Oh. Wir können trotzdem nur 3 Stufen Warp-Faktor haben, warum auch immer. Wegen der Höhe. Weil wir nicht höher als 60.000 sind. Können wir das Ding auch woanders hinschieben und das klappt dann? Auf der gegenüberliegenden Seite müsste doch auch... Wo ist der Wegpunkt hin? Och nö, ne? Packt runter. Manöver. So. So. Ja, da geht's auch. Aber ist nicht ganz so, wie ich es gerne hätte. So. Ja. Sieht gut aus, glaube ich. Wo ist Icke? Ja. Ungefähr auf einer Höhe mit Icke. Damit kann ich leben. Und nur 257. Damit kann ich noch besser leben, weil Treibstoff ist echt so eine Sache. So, also kriechen wir jetzt dahin, gleichen damit die Umlaufbahn so aus, dass sie einigermaßen okay ist. Und dann ist die Mission für mich auch abgehakt. Und danach müssen wir wirklich die Rakete so weit verbessern, dass wir auch eine Rakete haben, mit der wir ganz wieder zurück nach Hause kommen können. Was eine Heidenarbeit wird. Eventuell muss ich dann wirklich mal Tutorial-Videos gucken, obwohl ich da echt kein Fan von bin. Nee. Naja, mal schauen. Erstmal 2 Minuten 30 noch abwarten. 2:10, 2. Oh, es passt. So, 1 Minute schon mal abbremsen. Wo ist der Blaupunkt? Der Blaupunkt ist da. Okay. So. Warp-Faktor wieder hoch. 30 Sekunden, 20 Sekunden. Wuchs. So. 10, 9 bei 5 brenne ich. 7, 6, 5. Das sieht sehr interessant aus. Aber es klappt, und das ist das Wichtigste. So, Schub runter. Und aus. Hey, wir haben sogar richtig Treibstoff über. Sauber. Oh, mir fällt was richtig Geiles ein. Wir könnten auf Icke landen.
Nee, das schaffen wir nicht. Aber das, wir könnten auf Icke Crash landen. Da freut sich der Pilot bestimmt. Icke set als Target. Also wir haben eben gerade 300 Millisekunden ausgeglichen mit vielleicht 100 Treibstoff. Das heißt, gehen wir hier hin, Manöver. Machen so. Naja, weniger. So. Ach, Moment, wir haben das alte Ding noch drin. Okay, das muss erstmal weg. So, jetzt Add Manöver. Das ausweiten und rumdrehen. Da hätten wir einen Kontakt. Wie viel brauchen wir dafür? 292. Okay, erstmal abspeichern. Okay. Na, wo sind wir? Wir sind da hinten. Warpfaktor auf 10-fach, ist okay. Und dann kommen wir sogar von hinten an. Nachteil ist, wir werden relativ schnell ankommen und wir haben keine Fallschirme. Das ist echt ein Nachteil. Dafür wird das Ding nicht besonders viel wiegen. Also Duna wiegt ja schon nur ein Drittel von Kerbin und das Ding wiegt 1/15 von Duna. Außer es ist wesentlich kompakter. Also wie oft passt diese kleine Kugel in die Kugel rein? Keine 15 Mal. Sagen wir mal 1/10. Obwohl. Kann ich echt schwer beurteilen, da bin ich gar nicht gut drin. Vielleicht sogar noch weniger als 1/10. Also, dass es denn nur 8 Mal reinpasst oder so. Aber ja, auf jeden Fall wesentlich weniger und das reicht mir. Oh, Warp-Faktor 50. Sauber. Also ja, also müsste es nicht so schwer sein, die Anziehungskraft auszugleichen. Das könnten wir vielleicht sogar mit dem einen Triebwerk schaffen. Auch wenn wir dann keine Stützen haben, was mir gerade wieder einfällt. Aber ja, wir wollen eh nur Crash landen. Das ist jetzt Jux und Tollerei, das passt. Also Warp-Faktor runter. Jetzt. Blauen Punkt suchen. Da ist blauer Punkt. 20 Sekunden. Bei 10 Sekunden brenne ich. 13, 12, 11, 10. Wir haben gerade viel zu viel Ballast dabei. Stopp. Ich hätte gerne jetzt die weg. Haha, das sieht doch mal geil aus. Also ja, wir haben keine Landing Stage mehr, aber wir brauchen jetzt nicht so viel Masse mehr. So, ganz schnell ganz viel Schub, dürfen wir das noch hinbekommen. Treibstoff ist okay, ist okay, ist okay. 70 Meter noch. So. Du weg. Time Warp. Komm her, Icke. Da werden wir eingefangen. Es dürfte nicht allzu schwer werden, da eine Umlaufbahn herzustellen. Also wir sind ja schon quasi in einer drin. Die muss nur ganz bisschen abgebremst werden. Warpfaktor schneller. So, stopp, 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 stopp. Warum bin ich... Was zur Hölle ist das jetzt? Da ist schon wieder diese lila Umlaufbahn. Ich hätte schwören können, das gab es früher nicht. Aber na gut. So. Okay. Wir wollen da Manöver. Gegenbremsen. Richtig? Richtig. Das heißt, ich brauche das Manöver nicht. Du kannst wieder weg. Wir müssen einfach nur warpen. Bis da. Und dann wieder richtig schön von hinten. Ja, das geht nicht. Wir können diesmal nicht von hinten drauf fallen. Weil wir haben kein... Warte, haben wir Licht? Wir haben noch Licht. Okay, also können wir auch von hinten drauf fallen. Das passt schon. So, warp, 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 warp. Ein bisschen hinter der Periapsis. So. Gegenkurs suchen. Da.
So, gleich haben wir eine Umlaufbahn. So, jetzt. Schön. Und dann, wir können ja aber eine ganze Weile rumwirbeln. Wow, 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 wow. Und zwar so lange, bis die Sonnenseite da ist, wo sie gerne hätten. Wie jetzt zum Beispiel. Jo, und jetzt gehe ich einfach auf Gegenkurs. Achso, Warp-Faktor noch einmal runter. Gehe auf Gegenkurs. Dann müsste ich ja da irgendwo landen. Jo, 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 sehr schön. Boah, das klappt ja richtig gut in letzter Zeit. Jetzt muss ich jetzt nur noch hinbekommen, mit dem richtigen Raketen bauen. Was? Oh, ja. Das kriege ich schon irgendwann hin. Jetzt wollen wir erstmal auf dem Ding da landen. Oder Crash landen. Oder. Na? So, 0 Meter die Sekunde gleich. Wir landen auf irgendeinem hügeligen. Ne, tun wir gar nicht. Weil wir noch viel zu weit weg sind. Das dreht sich noch. Nee. Wo kommst du schnell nah? M? So, genau. Surface. Da. 250 Meter die Sekunde. Wir sind noch ziemlich, ziemlich hoch. Und da das Ding kaum Anziehungskraft hat, muss ich erst recht spät bremsen. Gehen wir ein bisschen runter. 300 Meter die Sekunde. Ich gebe mal, also erstmal kurz Warp runter und gebe mal testweise Schub. Okay. Geht einigermaßen. Also 10.000. Gucken wir mal. Geschwindigkeit steigt doch nicht so schnell. Es wird irgendwie ganz schön schnell dunkel. Hier Landing Gear wäre echt schön. Na schön. Man kann nicht alles haben. So, 20.000 Meter. Wir haben noch jede Menge Treibstoff. Ich bremse einfach mal ab. So, 19.000, 18.000, 17.000. Wir kommen richtig schön von oben rauf. Das wäre genial, wenn ich schaffen würde, auf dem Triebwerk zu landen. Aber das klappt, glaube ich, gar nicht. So, 14.000. Bisschen fallen lassen. Sieht ganz schön hügelig da unten aus. Und wir fallen viel zu langsam. Also für meinen Geschmack zu langsam. Licht ist aber an, ne? Licht aus. Licht an. Wirklich toll sind die nicht. Ich hätte gerne so ein Flutlicht. Na gut, 9.000 Meter. Schub. Das klappt richtig gut mit dem Ausgleichen. Bisschen kurz die seitliche Bewegung. Oh, da war es wieder zu schnell. Ich würde gerne wieder fallen, wenn das möglich wäre. Darf ich bitte wieder fallen? Echt fast gar keine Anziehungskraft. Okay. Da. Wollen genau bei dem Ding bleiben. Und dann nachher so lange Schub geben, bis wir wieder genau bei dem Punkt in der Mitte sind. Also das Abstürzen in Anführungszeichen auf Icke ist irgendwie schwieriger als gedacht. Das zieht sich ganz schön. Oh, warte mal. Ich glaube, wir sind auf dem Gebirge. Ich stänke mal ganz kurz ein bisschen gegen an. Dass wir keine seitliche Bewegung haben, nur für den Fall, dass wir gleich schon aufschlagen. Ich glaube, das tun wir nämlich. Jo. Hier ist ziemlich hoch. Okay. Heißt, ich würde gerne nur so mit 15 Meter die Sekunde fallen, für den Fall, dass wir gleich Boden unter den Füßen haben. So. Und sobald das über 13, 14 kommt, gebe ich mehr Schub.
oh, oh, oh. Ach ja, stimmt. Wenn man Caps Lock drückt, hat man Feinkontrolle. 4 Meter der Sekunde, das ist butterweich. Aber der Boden ist schräg. Jo. Aber es dürfte nichts explodieren, jedenfalls nicht zu viel. Er dürfte es auf jeden Fall unbeschadet überstehen. Eigentlich könnte er jetzt auch rausspringen und würde es unbeschadet überstehen. Weil die irgendwie keinen Fallschaden nehmen, aber davon mal ab. So, sehen wir schon irgendwo Licht auf dem Boden? Nö. 1 Meter die Sekunde. 0,7 Meter die Sekunde und es ist schräg. Flup. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ah. Tonk. Ja, nicht gerade sehr. Können wir nicht drehen? Ja, können wir. Wir können auf dem Boden lang kriechen. Oh, 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 oh. Wir können uns hinstellen. Ja, nicht ganz. Okay, wir könnten jetzt... Was passiert, wenn ich Schub gebe? Yay! Body on Wayne. Oh, 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 oh. Nicht so viel Schub. Ich würde gerne auf eine glatte Fläche rutschen. Da hinten schaut gut aus. Kann ich Kurs korrigieren? Achso, ich muss jetzt ja auf der Achse hier mich drehen und mich... Ja, okay. Schub. Wee, wee. Er freut sich auch. Wow. Freut sich auch. Oh, 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 oh. Das war nicht geplant. Na gut, solange du halt überstehst, ist alles gut. Hör auf zu rutschen, bitte. Ich will jetzt mich nicht bewegen, sonst geht wieder irgendwas kaputt. 5 Meter die Sekunde wird langsamer. Komm schon. Bremse dich ab. 3 Meter die Sekunde. 2. Gut, stell dich hin. Oh. So. Ja, sehr schön. Kann man Duna von hier aus irgendwo sehen? Ja, sehr tolles Bild. Einmal aufsteigen, bitte. Let go. Ja, damit hätten wir es auf Icky geschafft. Wo ist Duna hin? Da ist Duna hin. Schönes Bild. Okay, nicht wenn die Texturen glitschen. Ja, so ist gut. Einmal lächeln für die Kamera. Genau. Und wir haben es geschafft, auf Duna zu landen, von Duna wieder zu starten und so halb auf Icky zu landen. Das heißt, jetzt wird eine Fahne gesetzt. Plan Flag. Und flop. Sehr schön. Sogar mit Schatten und Bewegung. Ich glaube, es ist neu. Ach nee, ist genau wie bei der echten Mondlandung. Man hat nur so ein Flackern gesehen, wegen der Rotation von dem Ausklappmechanismus. Nicht wegen der Atmosphäre auf dem angeblichen Mond. Googelt das mal im Internet. Falsche Mondlandung, das ist irre lustig. Chaotische Landung. Unsere chaotisch klein. Chaotische Landung auf Icke nach erfolgreichem Landen auf Duna und zurück. Oder so ähnlich. Okay. Ja, sehr schön. Können wir stolz auf uns sein? Er hier ist bestimmt auch stolz auf sich. Whee! Oh oh. Gut, wir kommen wieder runter. Wäre nicht so schön gewesen. Beinahe gestorben, weil er keine Leitern benutzen kann und beinahe gestorben, weil er gehüpft ist. Nicht so wirklich epische Enden. Aber gut, du geh mal wieder rein da. Board. Und wir sehen uns wieder, sobald ich eine Idee habe für eine wesentlich bessere Rakete. Die es von Duna wegschafft und zwar weg bis nach Kerbin und nicht bis zu Icke. Also dann, bis die Tage.